So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ich habe nämlich heute Post bekommen, da möchte ich mal reingucken, da warte ich nämlich schon die ganze Zeit drauf, beziehungsweise was heißt die ganze Zeit, ich habe das im Prinzip vor 2 Tagen bestellt, bei dem einen stand, das kommt nach 2 Tagen, kam aber schon nach 1 Tag, bei dem anderen stand, das kommt nach 1 Tag garantiert und kam erst nach 2 Tagen. Da soll immer noch durchblicken. Ich mache das jetzt mal hier auf. Das meiste ist nämlich von Amazon. Und dann habe ich noch eine kleine Geschichte bei einem. Das möchte ich euch auch erzählen. Ne? Finde ich nämlich wieder mal richtig Hammer, was ich für tolle Fans habe und Zuschauer. Zuallererst haben wir hier zum Beispiel Mortal Kombat. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich hab noch nie ein Mortal Kombat Spiel gespielt, ja? Das ist ja übelst die bekannte Reihe natürlich, zeigt sich durch ihre Brutalität. Das ist so ein Beat'em-up-Spiel, wie zum Beispiel Tekken, aber Tekken ist halt Tekken und Mortal Kombat ist halt Mortal Kombat. Habt ihr schon mal Mortal Kombat gezockt auf der Konsole? Wie findet ihr die Mortal Kombat-Reihe? Da gab es auch Filme dazu. Die sind so unglaublich schlecht, aber Klassiker. Alles, was schlecht ist, ist ein Klassiker, ne? Und dann habe ich mich übelst gefreut, als ich den Trailer gesehen habe, dass es eine Neuverfilmung gibt von Mortal Kombat. Denn heutzutage muss ja so viel möglich sein, einen richtig fetten Film zu kreieren, der einfach richtig überzeugt. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich wäre am liebsten ins Kino gegangen. Der kam aber nicht im Kino. Der wurde dann direkt... über Streaming-Plattformen, wenn du Amazon Prime oder irgendwas, hättest du den ausleihen können, gucken können. Sonst wie, tue ich jetzt also hier ins Waschbecken rein, Adi, ja? Ich tue den ins Waschbecken. Der Adi, ich weiß nicht, was der heute macht. Normalerweise ist er immer da drüben, aber heute hat er sich's hier bequem gemacht. Er wird gerade den leeren Karton auseinandernehmen. Dann machen wir es halt andersrum, dann tun wir die Pappe halt jetzt dahin und das, was wir bestellt haben, leg mal hier rüber. Dann habe ich als zweites, jetzt geht er auch noch darüber. Dann tue ich doch die Pappe hier rein, guck, da hast du was zum Spielen, hier hast du noch was, das klebt. Das legen wir auch mal dahin, bitteschön. Ja, das klebt, guck, wie es klebt, nicht in den Mund. So, Mortal Kombat. Habt ihr also den Mortal Kombat Film schon gesehen? Schreibt's mal rein. Ich bin gespannt. Ich dachte, der kommt Donnerstag, da war die Mutter da. Da wollte ich den unbedingt mit ihr gucken. Die steht ja auf so Actionfilme. Hat leider nicht geklappt. Jetzt muss ich mal gucken, welches ist, denn ich habe noch 2 Teile für euch da. Wir haben hier nämlich einmal ein... Ah, nee, das muss ich am Ende aufmachen. Also sagen wir einfach, wir haben hier... Ein. Wir machen das auch auf. Genau, das sieht gut aus. Hier habe ich ein DVD-Set WWE Best Main Events of the Decade. 2010, 2020, die Dekade mit den besten Main Events. Und das war ein Tipp vom Christian Funk. Der hat in letzter Zeit, der ist ja auch ein Wrestling-Fan, hat in letzter Zeit da geschrieben, er hat sich hier diese DVD reingezogen und die ist so genial, da sind so geile Matches drauf, alles Best-of-mäßig. Natürlich, ich habe jetzt WWE Network, ich könnte also alle Matches, die da drauf sind, auch so kostenlos gucken, aber find erstmal die Veranstaltung, wo dieser Kampf ist, wenn du gar nicht weißt, dass es diesen Kampf gab und wann der war. Das ist ein bisschen kompliziert und ich habe immer auch gerne was fürs Regal zum Reinstellen. Ich finde, die sieht auch richtig genial aus. Die Seite ist komplett beschriftet, ist alles schön vollgemacht hier, wie so eine Collage. Das Cover hat mir sehr gut gefallen. Hinten stehen die ganzen Matches drauf und das Beste war... Die hat nur 7 Euro noch was gekostet. Fand ich auf jeden Fall Hammer. Er hat mir das irgendwie bei Saturn oder so einen Link geschickt. Ich habe bei Amazon geguckt, habe es bei Amazon auch gefunden. Auch für 7 Euro noch was. Unglaublicher Preis. Dafür musste ich mir die bestellen. Kann man auch einfach mal mitnehmen irgendwo hin. Nicht so wie das PlayStation Network. Ach, das WWE Network Konto. Das kannst du nicht mitnehmen. Das ist nämlich auf meiner PlayStation 4 fest verankert. Vom WWE Network. Habe ich mir bestellt und dann habe ich gesehen... Weil der ist, wo mich die ganze Zeit damit genervt hat, mit seiner Attitude Era, ne? Da gab es doch WWE Attitude Era,
Volume 1 ein 3-DVD-Set, dann gab es irgendwann Volume 2 ein 3-DVD-Set und irgendwann Volume 3 unreleased als 3-DVD-Set. Jetzt habe ich das erste gehabt. Extra mit deutschen Kommentaren auch dazu, was nachvertont war, hin und her, fand ich gut. Teil 2 habe ich bisher noch nicht auf Deutsch gesehen, gar nichts. Also ihr könnt das im Originalton gucken, aber ich finde es trotzdem cool, wenn da Carsten Schäfer und so Günther Zapf dabei sind. Und darauf habe ich gewartet. Kam irgendwie nicht raus, keine Ahnung warum. Und jetzt haben sie diese fette Box letztens irgendwo mal gezeigt. The Amitude Era The Complete Collection als 9-Disc-DVD-Set. Und da mir eh Volume 2 und 3 gefehlt haben, also 6 Scheiben, habe ich jetzt einfach diese Complete Edition bestellt. Attitude Era mit der besten Zeit im Wrestling, die es gab. Ihr seht hier Big Show drauf, noch mit Bart und Haaren. Bret Hart, Kurt Angle, Triple H, Stone Cold, Undertaker, The Rock, Shawn Michaels, British Bulldog, der Godfather, Kane, Trish Stratus, Albert, Road Dogg, Mick Foley, Cactus Jack, was auch immer. Das war auf jeden Fall die heftigste Zeit, aber die heftige Zeit ist komplett an mir vorbeigegangen. Denn als die Attitude Era angefangen hat, ich habe nur den Ende mitbekommen. Also da ist auf jeden Fall nochmal alles drauf. Ein fettes Set, das dürfte bei keinem fehlen. Beste Zeit einfach. Wart ihr dabei? Habt ihr die Attitude Era erlebt? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr überhaupt Wrestling-Fans oder denkt ihr, was für ein Müll? Das könnt ihr natürlich auch reinschreiben. Wollen wir den Adi mal zudecken? Guck mal, oder Adi, komm, wir basteln dir einen Balkon. Also wir machen nicht Balkon, wir basteln dir ein Vordach. Wir klemmen das jetzt so da rein. Dann kannst du da drin liegen. Hast trotzdem irgendwie deine Privatsphäre, aber hast noch ein Dach auf dem Kopf. Wenn es jetzt anfängt zu regnen, beziehungsweise wenn ich jetzt den Wasserhahn aufmache, wird er ja trotzdem nass. Also irgendwie ist das, ja, gut durchdacht, sage ich mal. Und jetzt das Kernstück. Thomas hat mir geraten hier, Ramses, stream doch am besten auf Twitch weiter, jetzt wo du angefangen hast, auf Twitch zu streamen, wenigstens ein Stream in der Woche. Und ich habe gedacht, ich möchte die Pokémon-Sachen ja trotzdem auf dem Hauptkanal lassen, aber habe in letzter Zeit angefangen, mal wieder Wrestling zu zocken auf der PlayStation 4. Das WWE 2K20 habe ich sonst gar nicht gemacht. Jetzt hatte ich Zeit dafür, habe damit angefangen. Es war so frustrierend, ich habe so mit dem Spiel zu kämpfen gehabt, komplett neue Steuerung, alles hin und her, und habe mir gedacht, während ich jetzt da sitze und das zocke, was wäre denn, wenn ich das auf Twitch zocken würde und es könnten Leute zugucken und mit mir währenddessen chillen und labern, oder ich habe andere PlayStation 4 Spiele noch da rumfliegen, wenn ich die nehme und auch mal zocke, wenn ich gerade am Zocken bin, dass ich das auf Twitch mache trotzdem, warum nicht? Sieht man nochmal eine ganz andere Seite, mal was ganz anderes von einem. Muss zu nichts führen, das muss keinen Erfolg haben, das ist einfach nur nebenbei, so als kleines Hobby. Das braucht man aber, um zu streamen, um die PlayStation zu übertragen auf Twitch, eine Capture Card. Habe ich natürlich nicht gehabt. Habe jetzt geguckt hier, Capture Card, ne? Können wir die auch aufmachen, können wir da reingucken. Habe ich der Veronika Bescheid gesagt, denn die Veronika hatte mir angeboten, falls ich mal was bei Amazon Prime bestellen möchte, sie hat Amazon Prime, soll ich ihr Bescheid sagen, sie bestellt das, dass ich dir Versandkosten spare und dass das schneller ankommt, und habe ich gedacht, probiere ich das mal, dass das so schnell wie möglich ankommt, bevor ich wieder keinen Bock mehr auf WWE 2K20 habe, habe Veronika Bescheid gesagt, die hat das bestellt, ich wollte ihr das Geld geben dafür und sie sagt, passt schon. Sehe es als nachträgliches Geburtstagsgeschenk an, also das ist nicht selbstverständlich, das finde ich auf jeden Fall richtig krass, dass ich das hier auch nochmal erwähnen möchte. Also Veronika hat mir diese Capture Card geschenkt zum Geburtstag, beziehungsweise für den versalzenen Döner und zum Geburtstag. Ist nicht ganz ohne, so ein Teil hat, das ist ein relativ günstiges, trotzdem hat das um die 50 Euro gekostet. Also Veronika einfach haut hier einfach mal 50 Euro raus. Hier so eine kleine hässliche Karte, sieht aus wie sonst was, ist von Archicalz. Auf jeden Fall bester Name für eine Capture Card. Alle sagen immer hier, nehmen die von Elegado. Bruder, Alter, was ist denn mit dir? Steck halt nicht die Nase rein. Guck mal, Adi, Capture Card, Capture.
So, Adi findet die Capture Card auch ganz toll. Jetzt habe ich den Namen aber nicht mehr. Wie heißt das andere Teil? Elgardo oder so ähnlich. Muss ich mir mal angucken, wie das alles funktioniert, ob das sowas wird oder nicht. Ich habe auch Mafia 3 rumliegen, Metal Gear Solid habe ich da noch rumliegen, Schlag den Star habe ich rumliegen. Ich habe noch ganz viele PlayStation 3 Games, die ich richtig cool fand, Deadpool, sonst was. Also mal gucken, ob es bald demnächst auf Twitch was zu sehen gibt. Wer von Twitch noch nichts mitbekommen hat, Link ist in der Beschreibung auch zum Twitch-Kanal mittlerweile, den habe ich da mal mit reingepackt. Wer folgt, der folgt. Wer nicht folgt, der folgt nicht. YouTube wird weiterhin natürlich Hauptkanal bleiben. Alles wird sich, bei YouTube wird sich alles abspielen. Das andere ist nur so nebenbei ein bisschen so zum Rumexperimentieren, sagen wir mal. Danke auf jeden Fall an Veronika, die mir die Capture Card geschenkt hat, zum Geburtstag nachträglich, die mir das geschickt hat. Finde ich auf jeden Fall viel zu krass. Es kamen auch so viele andere Sachen an in letzter Zeit. Das muss ich noch alles hochladen. Das müsst ihr euch alles angucken. Der Max hat mir was zugeschickt. Da wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi! Lässt du das liegen? Ich sag's dir.